Hallo, liebe Flugsimulator-Fans. Wir sind wieder in Tübingen und wollen uns heute den Dreamliner, den 787, mal genauer anschauen und einiges erklären, was vielleicht für euch zum Fliegen wichtig wäre. Dazu ist der Jan hier und der will uns nachher das Ganze Hallo, mal guten mit Tag. erklären. Der hat ja schließlich Ich gebe auch. mir Du gibst Mühe. dir Mühe, das ist schon gut, das hast du immer gemacht. Aber es ist schön, dass du hier bist, Jan, weil du hast auch einiges mit an diesem Dreamliner und natürlich auch andere Flugzeuge programmiert. Hier sehen wir ihn nochmal auf unserer Webseite. Im Übrigen kann man hier, wenn man Sachen wissen will, wie das Flugzeug am besten zu bedienen ist, kann man das hier auch sehen. Jan, wir haben hier die Tutorials, wenn du jetzt mal zeigst, wo wir das finden, und zwar die Webseite wäre dann aerofly.com. Genau. Und dann haben wir hier, was haben wir? Flugplanung, Instrumentennavigation, aber ich möchte ja jetzt speziell vom Dreamliner etwas haben. Schau mal Das da. wäre jetzt hier, Boeing 787, Cold and Dark steht hier. Also das heißt, wenn wir das anklicken, da können wir auch genau sehen, was man alles machen müsste oder machen kann, wenn das Flugzeug cold and dark, das heißt kalt und dunkel, der Motor ist aus und die Instrumente sind noch nicht eingeschaltet und das Flugzeug steht am Gate, was man dort alles machen muss. Das ist eine ganze Menge. Das ist aber für einige auch sehr interessant. Das können wir hier nochmal genau nachlesen. Wir wollen euch aber gleich zeigen, was die wichtigsten Funktionen sind und wollen dann doch schnell nur den Motor starten, losrollen, damit wir fliegen und euch die wichtigen Sachen zeigen können. Das wäre der Abflug. Und wenn ihr noch weitere interessante Sachen sehen wollt, gibt es noch ein sogenanntes Wiki. Wie können wir das? Also hier unten ist sogar auch ein Link dazu. Ja, Hier und dann sehen wir haben wir dann das alle alles. möglichen Flight-Tutorials. Das Also ist sehen wir auf der eine. linken Seite, was wir alles machen können und Genau. worüber hier berichtet oder geschrieben wird. Genau. Auch für Developer interessante Informationen. Und hier oben auf der linken Seite, jetzt für die 777 zum Beispiel, also ein relativ ähnliches Flugzeug, haben wir auch ein komplettes Tutorial verfasst mit einem sehr langen Flug. Also das geht wirklich relativ lange. Wenn man es in Echtzeit macht, auch 2 Stunden, wenn man möchte. Man kann natürlich auch Sachen Das heißt, hier überspringen. sind auch Videos drin. Hier sind jetzt nur Texte drin Nur erstmal. Texte und Bilder, Texte und ne? Bilder, alles beschrieben, jeder Schritt, wie man es mit der Boeing 777 macht. Ähnlich kann man es aber auch mit der 787 machen, die wir jetzt zeigen. Dann Genau. lass uns da anfangen und schauen, wo stehen wir hier jetzt? Wir stehen in Barcelona. Barcelona Wir haben hier ausgewählt in auf der Spanien. Karte den Startplatz. Wir stehen hier in Barcelona, hier unten auf der Parkposition Auf der und 02. haben hier vor dem Triebwerkstart haben wir ausgewählt Ja. und beginnen damit unseren Flug. Ja, wir haben den Dreamliner ausgewählt. Okay, dann würde ich sagen, lass uns ins Cockpit springen. Genau. Hier sieht man jetzt also zum Beispiel, dass die Triebwerke noch abgeschaltet sind. Also ist ein komplett blank diese Anzeige oder schwarz. Also keine Drehzahl da. Ja. Komplett aus. Gut, wie machen wir die Triebwerke an? Wie können wir die einschalten? Beide. Genau, jetzt müssen wir schon kurz schauen. Also in dieser Konfiguration haben wir auch so, dass das Hilfstriebwerk läuft. Die APU, die Auxiliary Power Unit, wenn die an ist, dann kann der Dreamliner die Triebwerke starten. Man kann aber auch beim Dreamliner nur mit sogenannter Ground Power, also wenn der sozusagen Stecker draußen angesteckt ist, hat der Dreamliner schon die Möglichkeit, Triebwerke zu starten. Der hat nämlich entgegen von allen anderen Flugzeugen einen elektrischen Starter. Das heißt, beide Triebwerke können durch elektrischen Strom gestartet werden. Das ist anders als zum Beispiel beim Airbus A320. Der braucht dafür Zapfluft. Das hat der Dreamliner, braucht das nicht mehr. Um die Triebwerke zu starten, dann gucken wir hier oben ins Overhead-Panel. Hier oben ist das Panel für die Triebwerke, für das linke und für das rechte. Und wenn ich jetzt hier diesen Schalter einfach auf Start drehe, dann fängt er schon an, den Motor anzutreiben. Also hier wird dann der elektrische Starter, wie es steht hier, Autostart ist aktiv. Er wird jetzt also das Triebwerk schon hochspulen. Das ist jetzt der innere Teil vom Triebwerk.
Triebwerk, die N2. Das läuft jetzt also schon etwas hoch. Aber das ist jetzt nur die linke Seite. Genau, wir starten eins nach dem anderen erstmal. Mhm. Kann man die Triebwerke auch beide gleichzeitig starten? Das kann der Dreamliner, ja. Der könnte das. Kann und der andere auch. Könnten das jetzt nicht. Es gibt manche Flugzeuge, die das können, also, aber das ist relativ selten. Jetzt hat der Starter allein durch elektrische Leistung hier schon 19% Drehzahl auf der inneren Welle. Wir brauchen aber noch Kraftstoff und den können wir hier unten anschalten über diesen Hebel. Also jetzt starten wir dann das linke Triebwerk, indem wir hier diesen Schalter noch antippen. Mhm. Jetzt kriegt das Triebwerk auch Kraftstoff. Und da siehst du sofort, hier ist die Zündung an und ein Triebwerk verbrennt schon Treibstoff, deswegen ist hier eine relativ hohe Temperatur während des Triebwerkstarts. Die kühlt sich jetzt langsam schon wieder ab. Das Triebwerk beschleunigt weiter. Aber schon in der inneren Triebwerkswelle 40% und jetzt langsam kommt auch außen der Fan in Schwung und beschleunigt jetzt langsam hoch. Das warten wir jetzt einfach ab, bis das Triebwerk komplett fertig gestartet ist. Dann wird dann hier die Anzeige verschwinden, Autostart wird weggehen. So bei ungefähr. Aber wir 60%. Könnten jetzt schon das rechte Triebwerk auch einschalten. Genau, ich wollte nur kurz zeigen, wie es dann noch fertig startet. Ja. Klack, jetzt steht hier Running. Ja. Und hat auch kurz Klack gehört, das war dann der Starter, der gesagt hat, er ist fertig. So, jetzt können wir oben im Override Panel wieder das zweite Triebwerk starten. Gehen also hier auf das rechte, wählen Start aus, gehen wieder nach unten ins Pedestal, schalten hier diesen Hebel auf Run. Dann startet das Triebwerk. Und auch hier sieht man jetzt, Autostart ist aktiv. Ja, das gleiche. Wenn man es genau hinhört, hört man auch schon die Triebwerke. Hier oben rechts steht auch nochmal die Information, also das elektronische System von dem Flugzeug weiß noch, dass das rechte Triebwerk abgeschaltet ist. Und sobald das dann läuft, wird auch diese Meldung da oben verschwinden. Mhm. Was können wir jetzt in der Zwischenzeit, wenn die Triebwerke hochlaufen, was müssen wir dann noch alles machen vor dem, wir sind ja nicht vorm Starten, sondern vorm Rollen? Genau, wir können auch uns eine Checkliste aufrufen, die muss man aber nicht unbedingt abrufen, wenn man nicht möchte. Kann man aber. Wir haben diese Möglichkeit und deswegen schauen wir sie uns mal kurz an. Also hier müssen wir ein paar Sachen überprüfen. NTIs, also Eis haben wir heute nicht erwartet. Recall kann ich hier oben nochmal drücken. Ist also clear. Dann müssen wir die Flugsteuerung nochmal prüfen. Das machen wir vielleicht jetzt mal kurz. Genau, ich gehe nochmal hier auf die Systemseite, also hier oben auf System. Und wähle dann hier die Flight Control Page aus. Also hier kann ich verschiedene Seiten aufrufen. Und da kann ich dann sehen, wenn ich hier die Flugsteuerung bediene, dass dann hier alle Ruder sich bewegen. Damit also sowohl der Jog im Flugzeug als auch auf dem Display. Genau, also wenn ich das hier bewege, das ist der, ja. Dann bewegt sich das alles mit und dann sehe ich, dass die Flugsteuerung funktioniert. Genau, dann kann ich auch. Und im Display sieht man das dann auch? Genau, da bewegt sich dann alles. Also alles grün, alle. Ja. Dann wählen wir das. Genau, dann gehen wir zurück zur Checkliste. Die Flugsteuerung haben wir geprüft. Equipment ist clear. Wir können nochmal von außen schauen, ob vor uns irgendwas ist. Einfach ein schönes Flugzeug. Finde ich auch, ja. Also da vorne steht eine 737, aber wir rollen einfach nach rechts raus. Okay. Das ist also okay. Die Triebwerke sind jetzt hochgefahren. Wir könnten dann jetzt schon losrollen. Genau, jetzt ist noch die nächste Checkliste, dass wir Flaps ausfahren. Das können wir jetzt auch schon mal machen. Wir stellen die hier, wir greifen diesen Hebel und ich ziehe sie immer auf 17 zum Beispiel. Die hat sehr viele Klappenstufen für verschiedene Massen. Wir haben jetzt mal geplant, Klappenstufe 17 für den Abflug. Das findet man übrigens hier auch noch auf der Seite nochmal. Hier steht jetzt 15 drin, man kann aber auch 17 oder bis 20, glaube ich, geht es. Und man kann auch Klappenstufe 5 zum Beispiel nehmen, das ist aber, wenn man besonders leicht ist, zu empfehlen. Nur. Hier rechts sieht man dann die gesetzten Landeklappen, sind jetzt auf Stufe 17 angekommen. Mhm. Und das letzte, was man noch prüfen muss, ist hier, dass diese Autobrake auf RTO für Rejected Takeoff, dass die auf dieser Stellung steht. Das wäre also für den Fall, dass wir den Start abbrechen müssen, können wir den Schubhebel einfach auf Leerlauf ziehen oder in Umkehrschub gehen. Ja. Dann würde die sofort mit maximaler Bremsstärke aktiv werden. Okay. Gut. Ich würde jetzt hier diese Autopiloten einfach so komplett abschalten. Wir brauchen den eigentlich nicht jetzt für unseren Flug.
hier diese beiden Flight Director Schalter, beide auf die untere Off-Schaltung. Und auch hier den automatischen Schub schalte ich aus und lasse den aus. Das heißt, wir machen das jetzt alles von Hand? Wir fliegen von Hand. Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, wenn man den Autopiloten aus hat? Man kann auch mit dem Co-Piloten starten. Das können wir euch gleich nochmal zeigen. Da habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich auf der Landebahn bin, ziemlich einfach, ja? Einfach einen Knopf drücken und dann macht er das komplett automatisch. Dann startet er automatisch? Alles von selber, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir rollen jetzt mal los und erklären dann nachher nochmal kurz diesen Co-Piloten. Okay, gut. Dann lösen wir die Parkbremse. Die Parkbremse ist hier unten neben dem Schubhebel. Ja. Dieser Hebel. Das macht Sinn. Sobald ich den losgelöst habe, kann unser Flugzeug auch schon losrollen. Ja. Allein durch den Schub rollt er schon los. Und hier oben dieses Head-Up-Display, das hilft uns immer beim Start vielleicht oder bei Landung noch mal ein bisschen Informationen zu haben. Man kann es aber auch wegdrücken, wenn man hier oben drauf tippt. Dann geht es komplett weg. Dann verschwindet das auch. Aber wir haben jetzt natürlich hier oben bei der mobilen Version und um die handelt, geht es ja hier. Auch oben noch ein Sichtfenster, wo wir alle möglichen Informationen haben für zum Beispiel den künstlichen Horizont, die Geschwindigkeit, die Höhe und so weiter. Können wir das jetzt auch wegmachen? Auch das kann ich wegmachen, ja. Ich gehe hier oben einmal kurz zurück. Unten links, schau mal hier, da in die Einstellungen. Einstellungen. Allgemein. Allgemein. Und hier habe ich dann zu oben schon als erstes die Fluginformationen, die kann ich ausblenden. Okay, dann blenden wir die mal aus. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir was wissen oder sehen wollen, müssten wir tatsächlich in die Cockpit-Instrumente schauen und uns damit begnügen und könnten nicht mehr oben in der Leiste das sehen. Wenn wir also jetzt das Flugzeug von außen sehen würden, hätten wir keinerlei Informationen mehr jetzt zum Beispiel, wenn wir fliegen, über Geschwindigkeit oder sonst was. Ja. Ich sehe, du rollst schon. Mhm. Dann rollen wir da mal komplett zur Bahn. Mhm. Also in der Außenkamera sehe ich dann natürlich nicht, wie schnell ich bin jetzt. So habe ich natürlich im Cockpit dann noch die Möglichkeit, ganz normale Instrumente zu benutzen, die auch der Pilot benutzt. Ja. Genau. Ja, wir können ja zu jeder Zeit diesen Informationsstreifen oben im Bild wieder einblenden. Genau. Mit dem linken Schieber kann ich ja das Gas regeln, aber ich kann auch nach unten ziehen und bremsen. Und das brauche ich jetzt hier, um dann anzuhalten. Ja. Also ich halte ein bisschen nach unten, dann habe ich die Bremse aktiv, weil ich Lust, dass es wieder freigegeben. Und da oben drüber, das sind dann nochmal die Landeklappen, die man hier einstellen und aktivieren kann. Genau, ja. Also ich kann hier auch über dieses Menü die Landeklappen setzen. Okay, also das ist ja nicht ganz so schwierig. So, eine Kleinigkeit kann ich jetzt noch machen. Also hier auf den Triebwerksanzeigen sind ja jetzt noch alle möglichen Parameter dargestellt. Brauche ich jetzt aber gar nicht mehr. Um die wegzumachen, kann ich hier dieses Engine drücken. Dann verschwinden hier ganz viele Informationen, die ich nicht mehr brauche. Ja. Wunderbar. Tja. Dann würde ich sagen, sollen wir dem Co-Piloten mal zeigen, sagen, er soll abheben für uns? Ich weiß nicht, ob der das beherrscht, aber wir können es ja mal probieren. Was müssen wir jetzt genau machen? Kannst du den Co-Piloten vielleicht noch mal ganz kurz, ich sag jetzt mal, vorstellen? Ich gehe mal kurz nach draußen. So. Da sieht man vielleicht dieses Menü ein bisschen besser. Ja. Mal schauen. Oder eine Bildkamera. Das ist hier sieht man das Menü sehr gut, ne? Okay, da sieht man es jetzt. Also wir haben hier erstmal den An-Aus-Schalter für den Co-Piloten. Mhm. Hier, weil wir jetzt auf der Landebahn stehen, können wir diesen Knopf drücken, um abzuheben. Also wenn wir jetzt diesen Knopf drücken, dann müssen wir ab jetzt gar nichts mehr machen. Dann würde er da alles selber machen, ja. Dann macht er alles, er startet selber, gibt Gas, alles. Ja. Gut, und dann daneben, was ist das? Das ist der Knopf zum schneller fliegen. Also können wir die Geschwindigkeit langsamer erhöhen oder verringern. Genau. Und dann gibt es hier links, rechts. Diese Button müssen dann öfter gedrückt werden. Und genau, wenn wir die benutzen, dann ist es manchmal gut, wenn man ins Cockpit schaut und schaut, welches Heading vorbelegt wurde. Mhm. Und das können wir hiermit verändern. Genauso ist es mit der Höhe etwas höher, etwas weniger hoch. Hier kann man die eingestellte Flughöhe ändern. Und mit diesen Knöpfen kann man sagen, jetzt
Steigflug beginnen oder Sinkflug beginnen, also oder mehr steigen oder weniger steigen. Ja. So wie es hier links rechts geht, geht es hier auch hoch runter. Okay. Genau, dann gehen wir wieder zurück ins Cockpit. So. Dann würde ich sagen, lassen wir den Co-Pilot mal starten, oder? Wenn er das kann. Auf geht's. Er dreht jetzt hier, weil er den Kurs noch auf die Landebahn gedreht, das war dieses Klackern. Ja. Und jetzt gibt er automatisch Gas und startet. Das ist ein bisschen schief, war ich perfekt auf der Landebahn? Das warst du, das genau. Kann der Co-Pilot ja nichts. Er fliegt ja schon ein bisschen wieder zurück, ja, genau. Dann sehen wir hier auf dem Display, dass wir jetzt die Rotationsgeschwindigkeit erreicht haben. Der Co-Pilot nimmt auch die Nase schon hoch. Fährt das Fahrwerk ein. Und beschleunigt. Müsste das hier unten, das Rote müsste dann grün werden, da haben wir es weiß. Also in diesem Falle weiß und das Fahrwerk ist eingefahren. Hier, da unten, genau. Ja. So, jetzt hat er ein paar Knöpfe gedrückt. Wir sind in der Luft. Wie hoch sind wir jetzt schon? Wir können das hier sehen, 1300, 1400 Fuß. Mhm. Wenn ich hier in der Mitte gucke, schauen wir da unten, das sind wir da runter. Das ist die Höhe über dem Boden. 1600 Fuß haben wir jetzt schon erreicht. Und der Co-Pilot hat jetzt auch schon ein bisschen Gas rausgenommen und steigt jetzt etwas flacher. Und dann haben wir hier nochmal die Geschwindigkeit, ja? Genau, jetzt also schon 220 Knoten schnell. Und der Co-Pilot steigt jetzt weiter für uns hoch. Und wir können jetzt dem Co-Pilot noch sagen, bis auf welche Höhe wir steigen wollen. Also ich kann auch mal zeigen, wie das mit dem links rechts geht erstmal. Wenn ich also hier diesen links oder rechts drücke, dann sieht man hier, der geplante Kurs ändert sich. Und was der Co-Pilot für uns macht, ist einfach hier oben im Autopilot. Dort dreht er einen anderen Zielwert ein. Wenn ich hier links rechts drücke, ändert sich das Heading auch. Ändert sich das Heading, genau. Wenn ich hoch runter drücke, dann sage ich dem Co-Pilot, er soll steigen oder sinken. Jetzt hat er gerade die Höhe eingefangen. Um die Höhe zu steigen, muss ich erst die Höhe hochdrehen. Ich kann hier also die Höhe schrittweise hochdrehen. Kann ich das unten auch mit dem Co-Piloten machen? Das ist jetzt mit dem Co-Piloten. Also, wenn ich hier nochmal bin, wenn ich hier diese Höhe tiefer mache, dann kann ich die eingewählte Flughöhe ändern. Das mache ich über das Co-Piloten. Das geht also auch in der Außenansicht. Ja, also hier kann ich dann sagen, steig mal bis 22.000 Fuß. Dann habe ich das vorgelegt. Dann muss ich immer sagen, steigen. Und sobald ich das antippe, sieht man hier, wählt dann eine höhere oder niedrigere Steiggeschwindigkeit aus. Ja. Wenn ich das länger halte, dann müsste er auch so viel machen, wie er halt jetzt gerade schafft. Also 3000 Fuß haben wir jetzt. Genau. Und wenn ich jetzt aufhören will zu steigen, dann kann ich einfach hier diese Taste zum Beispiel lange drücken. Dann würde er sofort sagen, halte mir die aktuelle, also die Steigrate soll auf 0 fahren. Das ist Zielgeschwindigkeit sozusagen 0. Und sobald er diese Höhe eingefangen hat, wird er dann den Autopiloten sagen, er soll die Höhe halten. Jetzt hat er hier diesen Knopf gedrückt, Altitude Hold. Er hält jetzt also die aktuelle Flughöhe. Mhm. Jetzt hat er die auch hier oben nochmal eingestellt. Also das ist jetzt die aktuelle Flughöhe, die er eingefangen hat. So kann ich dem Co-Piloten also jederzeit sagen, er soll... Und hier können wir das jetzt alles natürlich auch immer sehen. Hier haben wir dann immer die aktuelle Höhe und die aktuelle Geschwindigkeit. Ja? Genau, auch hier kann ich durch höher, tiefer ihm sagen, er soll eine gewisse Steigrate erreichen. Da sind wir dann so einen kleinen Punkt dann zum Beispiel. Oder das kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen, aber das ist alles das Menü jetzt von dem Co-Pilot. Genau. Ich sage also dem Co-Piloten, er soll jetzt dahin fliegen. Das war jetzt eine Warnung vom Autopiloten, weil wir hier unsere eingestellte Höhe verlassen haben. Ja. Da kann man also ignorieren, es sei denn, man fliegt IFA und hat irgendwie einen Fluglotsen, der dann sagt, hey, warum steigst du denn jetzt ab? IFA heißt, man fliegt nach Instrumentenflugregeln, ja? Genau. Und das andere heißt dann VFA oder VFR. Und das bedeutet, wir fliegen einfach nach Sicht. Wir können natürlich trotzdem alles einstellen, aber wir müssen immer Sicht haben. Mit Nebel, Wolken oder sowas ist das dann im richtigen Leben nicht mehr erlaubt. Okay, dann würde ich sagen, wir zeigen jetzt vielleicht noch mal kurz eine Landung. Ja. Da können wir vielleicht rausgehen und machen einfach nur den Anflug.
Genau. Wir sind jetzt hier irgendwie nach Nordosten weggeflogen. Wir können ja auch hier, wenn wir einen Flugplatz antippen, eine von diesen Landebahnen auswählen und gehen dann hier in den langen Endanflug. Okay, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Gehen wieder zurück und schon ist unser Flugzeug fertig zur Landung. Also die Ladezeiten sind natürlich enorm schnell. Ja. Aber das sind wir bei IPAX gewohnt. Jetzt ist schon alles für die Landung vorbereitet. Im Moment fliege ich wieder manuell, aber ich kann jetzt dem Co-Pilot noch sagen, er soll für mich landen. Wenn ich also hier drauf tippe. Okay. Das heißt, jetzt ist, warte mal, jetzt dreht er etwas nach links und wird auch die Höhe schon richtig. Genau, dann will ich hier landen dann. Nehmen, damit er dort landen kann. Wir können das jetzt auch ausschalten zwischendurch. Wir können von Hand fliegen. Genau. Wenn wir unsicher sind, schaltet man den einfach wieder ein. Und genau, der Co-Pilot wird dann für uns die ganzen Einstellungen und so weiter in der Zwischenzeit eben entsprechend machen. Genau, ich habe ihn jetzt wieder abgeschaltet. Und hier sieht man jetzt nochmal die Stärke von diesem Head-Up-Display. Da kann ich also im Prinzip so fliegen und sehe genau, wo ich drauf zusteuere. Also hier, das hier ist sozusagen der Pfad, wo ich gerade hinfliege. Ja. Und dieser kleine Ball ist das, was der Pilot machen soll. Machen wir hier leise, das müssen wir nochmal gucken, was da klickert. Das ist aber auch die alte Version, das könnte wahrscheinlich in der neuen Version, ist das schon repariert. Ja. So, hier sieht er also, er hat jetzt so oben den Localizer eingefangen. Er sagt mir, ich soll ein bisschen nach links fliegen, minimal. Ja, und so kann ich dann auf die Landebahn drauf zusteuern. Hier rechts sehe ich ja, ob ich dann zu hoch oder zu tief bin. Er sagt mir jetzt also, vier weiße Lampen, ich bin ein bisschen zu hoch, ne? Damit kann ich dann, ja. Das sind also Landehilfen für das manuelle Landen praktisch. Genau. Oder Kontrollen für die automatische Landung. Ja. Und sobald ich jetzt 20 Fuß über dem Boden bin, macht er automatisch für mich Leerlauf, muss also nur noch ein bisschen ziehen und schon setzt er sich hin. Und schon haben wir aufgesetzt. Jetzt kommen automatisch auch die Bremsklappen schon raus, die Spoiler. Und die automatische Bremse wird für uns den Flieger abbremsen. Ich kann auch jetzt hier links noch mit ein bisschen Umkehrschub nachhelfen. Da gehen dann hier die Tore von den Triebwerken auf und produzieren Umkehrschub. Mhm. Genau, und ich muss jetzt natürlich selber die Richtung halten. Das kann aber auch der Kumpel von selber machen, also automatisch für uns machen. Genau, schon sind wir gelandet. Super. Jetzt könnten wir noch zum Gate rollen. Aber wir wollten eigentlich nur die wichtigsten Sachen im Flugzeug erklären, was alles erforderlich ist zum Motorstarten, zum Rollen, zum Starten und natürlich zum Landen. Das haben wir gerade gemacht. Genau. Okay, super. Ich zeige noch mal kurz, wie das geht mit dem Co-Pilot. Also ich kann hier wieder auf kurzen Endanflug gehen zum Beispiel. Und jetzt einfach sagen, lande für mich, ja, dann macht er das. Und dann kann ich auch zum Beispiel in der Passagierkamera sitzen. Und einfach zu gucken, wie das geht. Entweder hier aus der Kamera oder sogar vom Turm aus kann ich ja gucken, wie er fliegt. Das sieht toll aus. Und das ist immer noch live, ja. Also ich kann jetzt immer noch dem Co-Pilot sagen, er soll irgendwie durchstarten zum Beispiel. Das kann ich dann auch mal machen. Dann sieht man, also entweder er landet jetzt automatisch oder er startet halt durch. Oder ich kann sagen, weiter links oder rechts. Das geht auch, während ich hier den Co-Pilot. Und wie macht er das mit dem Durchstarten? Da würde er dann die Nase hochlassen. Das lassen wir mal kurz einmal landen, oder würde ich sagen? Mhm. So macht er das automatisch. Zack, aufgesetzt. Und der Co-Pilot wird auch hier nimmt automatisch auch den Umkehrschub zur Hilfe. Ja. Ja. Das macht er alles komplett selber. So wie ein echter Co-Pilot das auch machen würde. Ich habe ihm ja nur gesagt, lande mal für mich und er weiß, wie das geht. Also macht ja, das in das diesem auch. Falle bei der Landung würde ich sagen, der Co-Pilot ist in Ordnung, genau. Der kann das. Ich kann jetzt wieder abschalten und kann dann wieder manuell von der Bahn runterrollen zum Beispiel. Und jetzt wollten wir noch ganz kurz dieses Durchstarten. Mhm. Wenn wir jetzt nicht richtig, jetzt wieder nicht den richtigen Anflug machen, genau. Wie können wir dann durchstarten? Du hast gesagt, das geht auch mit dem. Der Kumpel kann das auch, genau. Also ich habe jetzt die Kumpel gesagt, er soll landen, ja. Und jetzt sagt zum Beispiel ja. Der Tower, ich soll durchstarten. Ja, Moment, warte mal. So, wie geht das jetzt genau mit dem Durchstarten? Jetzt habe ich ja Landen aktiv. Ja. Und wenn ich jetzt hier sage, ich soll stattdessen starten, dann wird er durchstarten. Also das Startsymbol ist dann das Durchstarten. Genau, macht er jetzt. Mal schauen, was er jetzt macht. Jetzt nimmt er die Nase hoch. Das ist ja fantastisch. Fährt das Fahrwerk ein. Ja. Und das alles vom Tower aus gesehen. Genau. Und jetzt kann ich dem Kumpel natürlich auch sagen, geht sofort nach zum Beispiel rechts abdrehen.
Dann sollte er gleich sofort die Rechtskurve fliegen. Ja, da siehst du schon. Fliegt jetzt die Rechtskurve. Ja. Das kann ich natürlich aus jeder Sichtkamera machen. Also ein bisschen hinterherfliegen sehe ich auch. Das ist ja schon eine relativ steile Kurve, was er da macht. Ja. Dann gibt es noch so ein Vorbeifliegen. Genau. Das ist die da. Dann fliegen wir gleich durch die Kamera durch. Eieiei. Oh, das wird das hier nicht gut. Na, das sah aber auch toll aus. Genau, wenn ich jetzt wieder, super, wieder ins Cockpit gehe, ja, dann kann ich dann auch wieder manuelle Kontrolle übernehmen, wenn ich will. Das kann man dann zu jeder Zeit. Ich kann das immer ausschalten und dann fliege ich wieder manuell weiter. Genau. Das war sehr interessant, ja. Vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, das ist hoffentlich eine kleine Hilfe für unsere Zuschauer, mit dem Dreamliner hier mal zu fliegen und auch natürlich zu landen. Hier ist das Fahrwerk erst drin, das sieht auch sehr schön aus, toll. Und wir versuchen mal mit den anderen Flugzeugen nochmal Videos zu machen, wie man damit fliegt. Wir sagen schönen Dank für heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Dankeschön.